Caroline Michaelis, Schriftstellerin, 1763 bis 1784, Prinzenstraße 21. Haft und Verfolgung. Caroline Böhmer und ihre Begleitung wurden aber schon am selben Tag im benachbarten Oppenheim vom preußischen Militär aufgehalten und, als Carolines Verbindung zu den führenden Mainzer Jakobinern erkannt wurde, festgenommen. Außerdem hielt man sie, der Namensgleichheit wegen, für die Ehefrau ihres Schwagers Georg Böhmers. Zunächst wurde sie auf der Festung Königstein im Taunus festgehalten, dann am 14. Juni im Kronberg im Taunus unter Hausarrest gestellt. Sie fürchtete die Entdeckung ihrer Schwangerschaft und war entschlossen, sich zu töten, falls diese entdeckt würde. Freunde und Bekannte, wie die Brüder Friedrich und August Wilhelm Schlegel, sowie Verwandte, nicht aber Wilhelm von Humboldt und Goethe, versuchten ihre Freilassung zu erreichen. Die Eingabe ihres Bruders Gottfried Philipp Michaelis direkt an den König Friedrich Wilhelm II. Von Preußen brachte endlich Erfolg. Der Monarch antwortete: Wohlgelater, besonders lieber, es ist ganz und gar nicht mein Wille, dass schuldlose Personen das verdiente Schicksal der Verbrecher teilen sollen, die sich die Gefangenschaft auf dem Königstein zugezogen haben. Da ich nun eurer Versicherung, dass eure daselbst befindliche Schwester, die Witwe des Bergmedikus Böhmer, nichts verschuldet habe, allen Glauben beilege, so habe ich dem Major von Lukadow befohlen, dieselbe nebst ihrem Kinde auf freiem Fuße zu stellen. Ich mache euch solches auf euer Schreiben vom 1. dieses in Antwort bekannt und bin euer gnädiger Friedrich Wilhelm. Brief Friedrich Wilhelms vom 4. Juli 1793. Nach Zahlung von Kosten wurden Caroline und Auguste am 5. Juli 1793 freigelassen. August Wilhelm Schlegel brachte sie vom Kronberg nach Leipzig und schließlich ins benachbarte Städtchen Lucca. Dort brachte sie unter falschem Namen am 3. November 1793 ihren Sohn Wilhelm Julius zur Welt. Friedrich Schlegel besuchte sie dort mehrfach und sorgte für sie und war einer der Taufpaten. Mit einem Offizier des revolutionären Frankreich in Verbindung zu stehen, war damals gefährlich. Caroline wagte es zwar, mit dem Vater des Kindes zu korrespondieren, lehnte aber dessen Eheangebot ab. Auch wollte sie ihm das Kind nicht zur Adoption in Frankreich überlassen. Stattdessen gab Caroline das Kind im Januar 1794 in Lucca in Pflege und zog mit ihrer Tochter Auguste zunächst zu Freunden, dem Ehepaar Gotha, nach Gotha. In späteren Briefen schildert sie, wie sehr sie und Auguste an Wilhelm Julius hingen. Sie sah aber ihren Sohn nie wieder. Er starb bereits am 30. April 1795 an einer Infektionskrankheit. Caroline blieb nach der Haftentlassung in Deutschland als leichtfertige Frau und Demokratin gesellschaftlich geächtet und durch die Obrigkeit konsequent diskriminiert. Einen Beitrag zur Beschädigung ihres Rufes hatte ein 1793 unter dem Titel Die Mainzer Klubisten zu Königstein oder Die Weiber decken einander die Schanden auf, erschienenes Pasquill beigetragen. Der anonyme, über die privaten Verhältnisse im Hause Forster relativ gut informierte Autor zeigt Caroline, Meta Forkel und die Damen Wedekind in der Festungshaft auf Königstein als großsprecherische, geile Weiber, die nichts anderes im Sinn haben, als sich gegenseitig die Männer abzujagen. Als sie ihre Heimatstadt Göttingen besuchte, wurde sie per Dekret zur unerwünschten Person erklärt. Der geplante Zuzug nach Dresden wurde von vornherein untersagt. Das war Folge ihrer offenbar lückenlosen behördlichen Überwachung, zumindest im Königreich Hannover. Von der Landeshauptstadt aus wurden diese repressiven Maßnahmen sorgfältig im Voraus und auf Dauer festgelegt, wie sich zum Beispiel aus einem Schreiben an die Göttinger Behörde von 1794 ergibt. An den Prorektor Hofrat Feder zu Göttingen. Es ist vorgekommen, was Maaßen, die sich jetzt in Gotha aufhaltende Doktorin Böhmer, geborene Michaelis, sich vor einiger Zeit dort eingefunden hat, da wir nun derselben den Aufenthalt in Göttingen nicht gestatten können. Wenn jedoch wieder vermuten, mehr währende Doktorin sich dort einfinden sollte, so wird sie sofort wegzuweisen sein und wird der Herr Prorektor dieses Reskript
bei dem Prorektoratswechsel seinem Nachfolger im Amte zur Nachahmung zu überliefern haben.